So, moin und hallo erstmal. Ein kleiner Abstecher, ein anderes Thema. Und zwar, ich bin immer noch auf meiner Ostseetour. Ich bin auf meiner Ostseetour. Verrate aber nicht so viel, weil das hier vorher kommt. Sondern es geht um diese Scheibenverstärkung hier. Und zwar ist das die Scheibenverstärkung von der Firma Puig, die es bei der Tante Luise gibt, für recht schmales Geld. Und die habe ich mir gegönnt in Verbindung mit der hohen Turatec-Scheibe, die mir der Kollege Hubi warnt, hier oben jetzt verlinkt, zu Testzwecken zur Verfügung gestellt hat und wir uns dann einig geworden sind, dass ich die auch von ihm käuflich erwerben werde. Und dann habe ich mir auch die Verstärkung geholt dazu, die relativ preisgünstig war. Ja, und habe dazu auch ein paar Videos gemacht, von denen ich jetzt mal versuche, das Sinnvollste rauszuschneiden, um den Anbau euch zeigen zu können. So, Mats ab! So, Basteln mit Hoshi, der nächste Teil. Ich habe es ja schon angekündigt eben, Scheibenverstärkung hier, Firma Puig, Verstärkung für Tourenscheibe. Warum ich mich dafür entschieden habe, zwei Gründe, einmal der Preis, 49 Euro bei der Tante Luise. Und vergleichbare Kosten, das Doppelte in etwa. So, Tüchen auf. Hey, drück an. Ich hab da mal was vorbereitet. So, haben wir das schon drin. Schrauben. Halter. Glasperlen gestrahlt, würde ich sagen, oder so irgendwas. Sandgestrahlt wahrscheinlich. Mal gucken. Und eine Montageanleitung in Italienisch. Ohne CPS. Mit GPS. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da irgendwas überhaupt an der Scheibe machen muss. Ich muss natürlich das hier erstmal trennen. Ja. Das hier erstmal trennen, um es dann auch später wirklich dann schrauben zu können. Obere Schraube weg. Okay. Also, die Scheibe ist hier picobello sauber. Milliarden von Mücken und Viechern und toten Wespen. Ich weiß nicht, ja was. Alle möglichen Viecher haben hier Leben hier ausgehaucht an meiner Scheibe. Der Kollege Hubiwan hat mir die zur Verfügung gestellt und die habe ich jetzt schon ein paar Wochen dran. Bin ja noch nicht so viel gefahren. Corona sei Dank und dem Wetter und sowas alles. Und ja, jetzt auf die Frage, du fährst die große Scheibe ohne Verstärkung? Gebe ich euch recht, ist blöd, flattert, sieht unentspannt aus und ich hoffe, dass sich das Verhalten noch ein bisschen stabilisiert. Dadurch. So, Gummis sind drin. Ohne Gummis geht gar nichts, ne? Weil Safety First. So, wie man die Scheibe, wie man das wieder macht, habe ich ja schon mal gezeigt in diesem Video. Seitenverkehr, egal. Also, wie man das macht, hier die Dinger dran, das habe ich ja schon mal erklärt in dem anderen Video, wo ich das erste Mal die Scheibe getauscht habe.
Jetzt die oberen beiden Schrauben, die muss ich jetzt wohl rauslassen, laut der Zeichnung hier. Obere raus. Und da wird jetzt wohl das Teil der Halterung montiert werden. So, dann machen wir das mal auf hier. Setzt sich an die Schraube und passt hier rein. Okay. Kann ich vielleicht ja doch montiert sogar. Vielleicht sogar montiert lassen, den ganzen Kram. Ach, ein Glück gibt es den Videoschnitt. So, da ist er wieder. Machen wir das mal. Ich mach's mal auseinander. Ja. So. Also. Okay. Also, dieses Teil hier schraube ich jetzt mal hier oben dran. Versuchen wir es mal mit der originalen. Zack, zack. So, also fest wird das schon. Jetzt mache ich das gleiche noch drüben. Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns gleich in der Garage. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe erstmal hier dieses Schild nochmal abgeschraubt, das hier vorne noch drüber sitzt. Ja. Mit vier Schrauben, hier, hier, hier und irgendwo hier. So, und dann habe ich diese zwei Schrauben hier rausgedreht, die hier. Das sind ganz normale Torx mit einer Mutter auf der anderen Seite. In der Halterung ist, wie man hier sieht, ein Gewinde angeschweißt. Ja, hier ist jetzt die Halterung. Das ist ein Gewinde angeschweißt und das mit diesen, hier auch auf der anderen Seite, das mit diesen beiliegenden Imbusschrauben, die länger sind als die originalen, dann wieder festgeschraubt. Hier ist es ein bisschen tricky, sieht man das? Diese Schraube hier, das ist ein bisschen eng. Aber es geht. Da unten sitzt noch eine. So hier. Und also irgendwo hier, genau hier. Und das ist besser. Auf der anderen Seite gab es gar keine Probleme. Gut. Ich habe in der Bewertung von diesem Anbausatz gelesen, dass die Leute die Schrauben bemängelt haben. Wenn man einen abgewinkelten Imbusschlüssel nimmt, dann könnte es tatsächlich sein, dass man die Schraube rund macht, aber den braucht man hier nicht. Ich arbeite immer mit so einem Knebelschlüssel hier, der hier eine Aufnahme hat. Entsprechender Bit drauf und das Drehmoment, was man mit der Hand erreicht hier, das reicht vollkommen, um diese Schrauben anzuziehen. Da braucht man keinen abgewinkelten. Ja. So. Jetzt gucken wir mal, wie es mit der Scheibe weitergeht. So, eins noch. Kann man jetzt zum Preis von diesem Motorrad geteilter Meinung sein. Allerdings muss man dann auch mal sagen, dass solche Teile hier, wie dieses Windleitblech, die sind nicht in Klipsen verschraubt, wie das üblicherweise bei anderen Herstellern der Fall ist, sondern da sind wirklich eingepresste Gewindehülsen. Ja. Also, naja, ob das den Gesamtpreis rechtfertigt, weiß ich nicht, aber das ist schon ein bisschen mehr, als es bei manch anderen ist. So, zum Montieren muss man natürlich an einer Seite die Führung hier wieder wegmachen.
weil sonst kriegt man es ja nicht drauf. Ne? Ist klar. Also habe ich es jetzt links nochmal demontiert und nur zur Montage jetzt hier eine Schraube reingemacht, damit ich die Scheibe hier wieder festziehen kann, hier unten. Und jetzt ist dieses ganze Gedrösel daran. Ne? Also hier diese zwei Kunststoffscheiben dazwischen, weil sie dann in dieser Führung laufen. Dann noch eine Kunststoffscheibe. Eine Nylonscheibe, die hätte es auch eine Nummer kleiner getan. Eine Unterlegscheibe. Und jetzt kommt hier eine selbstsichernde Mutter drauf. Ich lasse die jetzt gerade mal da drin, weil ich sie damit besser schrauben kann. Die setze ich jetzt hier drauf und dann muss ich das ein bisschen einstellen, dass es läuft. Und ich denke, dann habe ich es. Ja, dann mal so viel dazu. Ich bin weder im Saarland noch in der Pfalz. Ich bin in Ostfriesland, falls sich jemand wundert. Ja, und ich habe die Scheibe gestern ganz gut ausprobieren können, weil ich etliche 100 Kilometer auf der Autobahn gefahren bin. Und muss sagen, die funktioniert sehr gut. Die Scheibe flattert hier oben immer noch so ein bisschen. Der Unterschied ist halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es erwähnt habe, deswegen sage ich es nochmal, dass ich die nicht lösen muss zum Verstellen. Also ich kann die Scheibe jetzt quasi auch ohne hier was lösen zu müssen, in der Höhe verstellen. Ne? Geht ein bisschen schwierig, aber es geht. Ne? Was aber auch daran liegt, dass hier diese kleinen Nylonscheiben hier, die sind zu groß. Das sind 8er und das ist eine 6er Schraube. Also das passt nicht. Ich habe aber neue gekauft, aber da kam ich jetzt nicht dazu wegen Urlaub und so weiter. Und dann wird das noch ein bisschen optimiert. Vielleicht mache ich auch noch einen Tropfen Öl dran oder Fett oder irgendwas. Und dann geht das vielleicht ein bisschen einfacher. Ne? Ich habe ja da vorne nichts zu tun. Also ich muss ja da nicht. Es macht ja nichts, wenn da irgendwo ein bisschen Spaps dran ist. Aber ansonsten muss ich sagen, funktioniert sehr gut. Die Scheibe ist mir jetzt wesentlich sympathischer. Ich habe gestern auch mal ein bisschen Meter machen wollen und bin da ein bisschen zügiger gefahren, noch mal 180, 200. Und ja, ist auf jeden Fall besser als vorher. Ne? Weil ich muss ja echt sagen, dass man diese Verstelloption ja nicht täglich braucht. Ne? Also ich brauche die nicht täglich. Ich stelle das Ding eigentlich ein und dann fahre ich. Ne? Und verändere das nicht. Ja. Ja, also die Scheibe tut, was sie soll. Das macht sie schon die ganze Zeit. Nur jetzt ist sie wesentlich stabiler aufgehängt. Ist ein bisschen traurig, dass BMW das, dass das Voraussetzung ist, um das Ding nutzen zu können. Ja. Aber es ist halt so, kann sich ändern. Die Originalscheibe funktioniert ja. Und die ist halt ein bisschen größer, ein bisschen mehr Belastung. Da haben die Ingenieure scheinbar nur die Belastung der Scheibe berücksichtigt, nicht einer größeren Scheibe. Und dementsprechend braucht man halt ein bisschen was optimieren. Ne? Wie gesagt, war jetzt nicht so teuer, knapp 50 Euro. Funktioniert. Tut, was es soll. Ja, in diesem Sinne. Freilaufende Kühe hier. Oder freilaufende Rinde. Glaube ich nicht nur Kühe. Sieht man hier oben relativ häufig. Wobei man auch hier in Niedersachsen sehr viel Massentierhaltung sieht. Also riesige Hallen, die da stehen mit Futtersilos. Die Tiere da drin, die sehen niemals die Sonne. Erst wenn sie auf dem Teller liegen. Naja, anderes Thema. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr euch mein nächstes Video auch anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.